Hallo, Jörg Steiß. Schön, dass Sie heute da sind. Sie sind General Manager, Mind Manager EMEA. Mhm. Und wir sprechen heute über das Thema Business Mapping. Mind Mapping ist wahrscheinlich vielen schon ein Begriff. Und heute wird das Ganze immer mehr businesstauglich. Und jetzt gibt es den Begriff Business Mapping. Herr Steiß, können Sie darauf kurz eingehen? Wie hat sich der Begriff entwickelt? Was steckt dahinter? Ja, gerne. Wir haben den Begriff entwickelt, basierend auf den Anwendungsfällen unserer Kunden. Und es bedeutet einfach, wir benutzen die Visualisierung, strukturierte Visualisierung nach der Mindmapping-Methode, um auch Business-Daten, Plandaten und so weiter in Maps darzustellen. Somit denke ich, eignet sich Business-Mapping wahrscheinlich auch sehr gut für das Projektmanagement. Inwieweit ergänzt Business-Mapping Projektmanagement oder ist es vielleicht sogar eine Alternative dazu? Ja, das ist eine sehr gute Frage und viele unserer Kunden benutzen in der Tat Mindmanager entweder als Ergänzung im klassischen Projektmanagement oder im Aufgabenmanagement als einziges Werkzeug. Was dabei gemacht wird, ist, über die Phasen Initialisierung, Planung, Execution und Abschluss wird immer der aktuelle Status visualisiert und insbesondere in der Planphase werden alle Daten, die zum Projekt gehören, zusammengetragen, strukturiert, priorisiert und auch zugeteilt. Somit ist gerade die Mindmap wahrscheinlich auch sehr gut geeignet, um in Teams und Unternehmen zu arbeiten. Können Sie da noch mal kurz auf die Vorteile eingehen? Wie profitieren denn Teams und natürlich dadurch auch Unternehmen davon, wenn mit Mindmaps gearbeitet wird? Ja, gerne. Es geht eigentlich doch immer darum, verstehen unsere Teammitglieder ihre Aufgaben richtig und verstehen sie die Aufgaben im Zusammenhang des gesamten Projektes. Und genau da setzen wir mit der Visualisierung an. Unterstützt wird das Ganze noch durch Technologien, die es ermöglichen, dass wir sowohl über das Internet, Online-Konferenzen, als auch mit unterschiedlichen Endgeräten und in unterschiedlichen Darreichungsformen auf die Daten zugreifen können. Das ist letztendlich die neue Arbeitsweise, die wir sowohl von der Technik her unterstützen, jetzt neu auch durch Visualisierung in HTML5-Format, wodurch Browser benutzt werden können, als auch durch die ganz klassischen Werkzeuge, Farben, Prioritäten, Anfang, Ende, Datum und so weiter. Wow, ich sehe, Business Mapping entwickelt sich rasant und es wird natürlich immer wichtiger in dem großen Projektmanagement daran auch teilzuhaben. Herr Steiß, herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und für Ihre Zeit und dass Sie uns das Thema noch mal ein bisschen nahegebracht haben. Gerne.